Ja, herzlich willkommen. Und ja, du weißt, aber vielleicht möchtest du dich selber auch nochmal vorstellen, von dir erzählen. Und wir kennen uns ja schon seit 10 Jahren. Und wir haben darüber heute gesprochen, dass wir uns kennen. Und wir haben uns kennengelernt, weil ich Häuser mit deinen Freunden besetzt habe in Granada und du warst gerade im Urlaub. Und ja, was hast du da eigentlich gemacht in diesen letzten 10 Jahren? Oder vielleicht auch ein bisschen weniger als 10? Also, wir haben uns ja eher kennengelernt, als deine Eltern mein Bett besetzt haben in einem besetzten Haus. Aber ja, ansonsten hast du natürlich recht. Ja, okay, deine Eltern waren etwas später zu Besuch in meinem Bett, aber trotzdem werde ich jetzt erstmal allgemein nochmal darüber sprechen, über das, was mein aktivistischer Lebenslauf ist der letzten 10 Jahre. Zusammen mit diesen Freunden, die wir gemeinsam kennen, haben wir etwas wie ein soziales Zentrum errichtet in einem Stadtteil in Barcelona. Und das aus dem Willen heraus, gemeinsam zu leben, aber auch besser zu leben, zu einem Zeitpunkt, wo es keine so starke Krise in Spanien gab, aber es gab schon damals viele Themen, um die es nicht gut bestellt war, wo es soziale Ungerechtigkeit gab. Und da in unserem Viertel, wo wir mit dem sozialen Zentrum angefangen haben, gab es viele Migranten, Migrantinnen, Leute ohne Papiere, die Nachbarinnen und Nachbarn waren. Und wir haben beschlossen, uns zu organisieren, um gemeinsam besser mit diesen Menschen zusammenleben zu können. Und wir haben angefangen, ein Projekt der sozialen Intervention zu lancieren und uns mehr an ihren Bedürfnissen zu orientieren, aus einer Perspektive, die sehr interventionistisch war, um gemeinsam zu arbeiten, damit sie ihr Leben, ihre Situation auch auf administrativer Ebene in den Griff bekommen, damit sie die Sprache lernen können, damit sie herausfinden können, wo sie eigentlich leben, was ihr Umfeld ist und auch Allianzen bilden konnten. Und das hat sich zu etwas Größerem entwickelt, sodass wir irgendwann in der Stadt politisch aktiv wurden, organisiert, um die inneren Grenzen anzugehen, die Menschen ohne Papiere, die Migranten erleben, keinen Zugang zu haben, keine Mittel zu haben. Und wir haben eine Kampagne angefangen gegen die Abschiebungslagerzentren. Und von da aus eine staatliche Organisation, eine sehr bekannte Kampagne, um gegen diese Grenzen anzukämpfen. Also sehr aktivistisch. Und das definiert auch unser politisches Sein, dass wir Kampagnen gemacht haben aus der Perspektive von Leuten, die nicht in dieser Not waren. Wir waren in einem sehr weißen Raum und wir wollten ein paar Schritte zurücktreten und zurückgehen, damit die Leute, die wirklich betroffen sind, selber involviert werden können, damit diese Leute in die Räume gelangen. Und von da aus haben wir eine mehr transversale Orientierung gehabt, eine breitere Aufstellung, und das hat auch unsere Perspektive auf das Machen von Politik gewechselt. Und ich glaube, das ist auch immer noch unsere neue Perspektive, mehr Politik aus den gemeinschaftlichen und gemeinsam empfundenen Nöten heraus machen und nicht mehr so an etwas, an das andere denken, sondern aus der Gemeinschaft heraus denken, nicht für die anderen, sondern mit den anderen. Und das haben wir
mit sehr viel Arbeit betrieben. Wir haben uns da sehr aktiv mit auseinandergesetzt, auch anderen Menschenrechtsthemen. Und wir haben auch sehr viel Arbeit hineingesteckt in die Kommunenarbeit in unserem Stadtteil mit dem Gedanken, Syndikalismus im Alltagsleben zu leben, in unserem Umfeld. Und das auch alles sehr vernetzt mit anderen Teilen in Barcelona, mit anderen Städten in Spanien. Ja. Und was machst du jetzt gerade? Also, es ist viel passiert in letzter Zeit, auch was die Nachbarschaftsorganisation angeht. Es gab Versammlungen in der Nachbarschaft, auch in meinem Stadtteil, angelehnt auch an die Bewegung 15. Mai. Und nach den Besetzungen in Ägypten und auch nach der Finanzkrise gab es natürlich viele Veränderungen, vor allem auch in den Ländern im Süden Europas. Es war eine sehr starke Krise. Es gab eine Bewegung, die regelrecht explodiert ist. Es ging darum, eben die Plätze der wichtigsten Städte zu besetzen, in Spanien, aber auch in anderen Regionen Südeuropas. Und ich spreche da von einer politischen Organisierung, eben ohne Parteien, ohne Flaggen, ohne Gewerkschaften, einfach aus dem bürgerlichen Spektrum heraus, von den Menschen heraus. Es ging eben darum, gegen die Politik anzugehen, zu sagen, dass die Politik uns und unsere Meinung nicht repräsentiert. Und das war so ein Gefühl, was sich im ganzen Land wiedergespiegelt hat. Das Gefühl, dass einem nicht zugehört wird, dass die Institutionen einem nicht zuhören, einfach allgemein. Und das war ungefähr 2011. 2008 fing die Krise an, da schlug sie hart ein. Und wir sprechen da von den Mareas. Das sind so Wellen von Bürgerprotesten. Das Bürger haben sich eben mobilisiert, um für ihre Rechte einzutreten und für Grundrechte einzutreten. Und das war eine direkte Folge dieser Krise. Hängt natürlich auch mit der Immobilienkrise zusammen. Es gab sehr viele Bewegungen, die eben das Recht auf Leben, das Recht auf Wohnraum verteidigt haben und verteidigen wollten. Man hat sich also auf den Plätzen der Städte getroffen, weil gesagt wurde, dass uns nicht zugehört wird und wir eben nicht repräsentiert werden. Das war ein sehr bedeutender Moment, meiner Meinung nach. Vor allem in Katalonien, wo es wirklich historisch gesehen soziale Bewegungen gibt, die sehr stark sind. Aber auf einmal hat sich sehr viel politisiert, viele Menschen haben sich politisiert. Und ich sehe da auch sehr viele Verbindungen zwischen diesen einzelnen Bewegungen. Und das, was passiert ist, dass der Platz zu einem Platz des Treffens geworden ist, einem Platz der Besetzung. Und von dort aus hat es sich eben auf die Stadtteile übertragen. Und meine Erfahrung ist, dass sehr viele Nachbarn und Nachbarinnen mitgemacht haben und auf einmal teilgenommen haben. Es wurden Demonstrationen organisiert, es wurde darüber gesprochen, welche Infrastrukturen brauchen wir, um eben politisch etwas erreichen zu können, da wir eben nicht zufrieden sind mit der Politik. All das. Und jetzt regiert ihr oder wie kann ich das verstehen? Sí,
Also, es gibt einen sehr wichtigen Teil der Gesellschaft, wo viele Veränderungen stattfinden. Es gibt eben viele historische Bewegungen, die sich vereinigen mit Aktivisten, mit Bürgerprotesten, mit urbanen Bewegungen. Und ich denke, dass wir diesen Raum einnehmen müssen als Bewegungen. Ich glaube, wenn man daran denkt, dann denkt man nicht logisch an Parteien, dass wir eine Partei gründen wollen. Man denkt eher daran, dass man einfach etwas verändern will und mitmachen möchte. Es ist also eher als Bewegung gedacht. Denn wenn 4 Jahre auf einmal vorbei sind, also eine Regierungsperiode vorbei sind, dann denkt man auf einmal, okay, es ist nicht viel passiert, wir müssen jetzt doch irgendwie was machen. Und wie ich bereits sagte, in Katalonien gibt es sehr viele starke, historisch gewachsene Bewegungen und das soll nun weitergedacht werden. Und es gibt diese eine These, dass ein Jahr nach diesen ganzen Krisen es angefangen hat mit diesen ganzen Bewegungen, mit der Besetzung der ganzen Plätze, dass diese politische Linke in Spanien einfach erwacht ist. Und die PSOE zum Beispiel vertritt schon lange nicht mehr die Wünsche der Bürgerinnen. In 2015 sind also sehr, sehr viele Regierungen des Wechsels entstanden. Und diese Parteien oder diese Regierungen, die entstanden sind, sind sehr hybrid. Es sind also unabhängige Bewegungen, die aber auch mit Parteien zusammenarbeiten können oder sich das vorstellen wollen. Es handelt sich um Gemeindebewegungen. Und es werden eben sehr viele Themen angesprochen, die sich überschneiden und miteinander zu tun haben. Es sind Minderheiten, die quasi zusammenkommen. Und es kommt dadurch eben zu diesen Regierungen des Wandels. Und diese Regierungen des Wandels gibt es jetzt eigentlich fast in allen großen Städten Spaniens, oder? Cádiz im Süden, in Sevilla auch? Nein. Aber auch in Madrid, in Zaragoza, in Barcelona, Valencia und auch vielen anderen Städten gibt es diese Regierung des Wandels, oder? Aber sie bilden immer Minderheitsregierungen, oder? Also ist es sehr schwer für sie. Stimmt es? Und du hast natürlich am meisten Erfahrungen mit der Regierung in Barcelona. Und wir haben natürlich auch einen gemeinsamen Kollegen, der dort in der Stadtverwaltung arbeitet. Und können wir vielleicht kurz darüber sprechen oder anreißen, wie eine Person, die vorher Häuser besetzt hat, jetzt in einer Stadtverwaltung arbeitet? Was passiert quasi mit denen, die weiterhin Häuser besetzen? Wie ist die Beziehung zueinander? Quasi die Beziehung zwischen den Leuten, die Teil dieser Bewegungen waren oder sind und Leute, die jetzt quasi regieren und zum Beispiel auch mit der Polizei zusammenarbeiten müssen, die Wirtschaft ändern wollen, die Wirtschaft umstellen wollen, die sich auch mit Themen wie dem Tourismus auseinandersetzen, weil wir wissen natürlich alle, weil wir alle schon in Barcelona waren, dass es ein Problem ist. Wie kann das vereint werden? Also die Beziehung, ich glaube, jetzt ist es einfacher, über diese Beziehung zu sprechen, da wir am Ende der Legislaturperiode stehen. Ich glaube, es war vor 1,5 Jahren sehr interessant, darüber zu sprechen und auch irgendwie anders darüber zu sprechen. Wir haben also Möglichkeiten gesehen, Grenzen gesehen, es gab sehr viele Hoffnungen und jetzt glaube ich, dass irgendwie eine
Logik der Parteien eingetreten ist, eine Parteienlogik, wenn wir auch an die Bewegung 15. Mai denken. Und jetzt analysieren wir eben viel, können einen Blick auf die Vergangenheit werfen und auch schauen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Aber natürlich ist es so, dass Leute aus sozialen Bewegungen, die eben nicht dabei waren bei diesem Prozess dieser Parteienbildung in Barcelona oder Regierungsbildung, dass, da muss man eben sagen, dass es da nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Raum gab, um alles zu reflektieren. Und ich glaube, das war nicht so gut, denn es ist natürlich was anderes, wenn du eine Person persönlich kennst, die Teil einer Regierung ist, als wenn du quasi über Personen sprichst, die du gar nicht kennst. Eigentlich waren diese sozialen Bewegungen immer gegen Macht und gegen auferlegte Macht. Es gab also sehr viele Leute, die auch gar nicht darüber gesprochen haben. Es gab viel Schweigen, aber auf der anderen Seite, wenn es eben um diese sozialen Bewegungen geht, um die Nachbarschaftsbewegungen, auch um die Gewerkschaften, die haben quasi ihre Wünsche präsentiert und haben dann auch gehofft, dass das an die politische Agenda weitergegeben kann. Und etwas, was sehr wichtig ist, was wir in den letzten 4 Jahren gesehen haben, ist, dass ohne Unterstützung und ohne Kämpfe auf der Straße eine politische Agenda nicht umgesetzt werden kann. Sie braucht also schon diese Stadt und diese Befürwortung der Leute, die in einer Stadt wie Barcelona leben, die eben auch unterschiedliche wirtschaftliche Interessen haben. Auch wenn es eine Minderheitenregierung ist, kann sie natürlich nicht alle Interessen und alle Mehrheiten repräsentieren. Andererseits denke ich, dass die Verwaltung und auch die Regierung nicht daran gewöhnt sind, sich Kritik anzuhören und sich auch zu rechtfertigen. Das ist eben auch Menschen passiert, die selbst immer die Regierung kritisiert haben. Die mussten jetzt Rechenschaft ablegen, sich erklären. Das heißt, dass die Gespräche zwischen Kollegen manchmal einfach nur aus Kritik bestanden. Die Gespräche sahen manchmal so aus, dass sich wirklich die Kollegen nur angeschrien haben. Und es hat eben auch manchmal gefehlt, sich die Grenzen der eigenen Macht oder des Handlungsspielraums einzugestehen. Zu sagen, okay, das sind jetzt die Grenzen und mehr können wir nicht machen. Was ich also sagen will, ist, dass diese Logik des ich gewinne, weil ich über dich regieren kann, diese Gewinnerlogik, der darf oder sollte nicht mehr gefolgt werden. Und dass das ab und zu noch passiert ist, war natürlich ein Fehler und ist nicht so gut. Aber etwas Gutes in den Regierungen des Wandels ist, dass sie auch die Agenda feminisieren. Darüber wird auch viel gesprochen. Sie bringen also auch Themen wie den Feminismus in die Politik, mehr Frauen. Sie sprechen Themen an, die eben vorher nicht angesprochen wurden. Themen, in denen die Politik vorher sehr maskulin war und wo auch kein Raum für Gespräche offen war. Manchmal ist das natürlich, es hat natürlich Vorteile und Nachteile, auch diese Dichotomie zwischen männlich, weiblich immer zu unterscheiden. Da kann man natürlich auch sagen, dass das nicht so gut ist. Es hat alles Grenzen, es hat aber auch alles Chancen. Und ja, das sind so allgemeine Veränderungen.
Ich hatte auch daran gedacht, welche Grenzen es eben gibt. Ich hatte ja mit Marc, diesem Freund, geredet, der in der Verwaltung sitzt, und er spricht auch von diesen Grenzen. Aber wenn du in einem Restaurant bist, zum Beispiel mittags mit ihm essen gehst und vielleicht noch einen trinkst, und dann sagt er, eine der großen Limitierungen ist eben die Presse. Es gibt keine Presse, die für die Stadtverwaltung schreibt. Denn die Presse ist auch sehr stark finanziert durch die alten Strukturen, durch die alten Verwaltungsorganisationen. Und eine andere Begrenzung wird auch durch die Polizei gebildet, die die neue Regierung einfach hasst. Denn das sind ja die früheren Systemfeinde und jetzt sind es auf einmal ihre Chefs. Und das führt dazu, dass sie sich mit ihrem eigenen Rassismus auseinandersetzen müssen und dass die eigene Polizei kritisiert wird. Das war vorher undenkbar. Und du hattest ja gesagt, wie auch eine andere Freundin von uns, dass diese Begrenzungen transparent gemacht werden müssten. Sie machen das aber nicht, sondern sie folgen der Logik von, wir sind ja eine Partei, die alles gut macht, Welt für uns, Welt uns. Und sie heißen zwar Verwaltung des Wechsels, und ja, es gibt einen Wandel, aber was ist eigentlich deine Position? Was machst du? Was ist deine Position? Ich habe dich gefragt und du hast nicht geantwortet. Jetzt sind es aber zwei Fragen. Ja, okay, also was machst du und welche Veränderungen gibt es? Vielleicht ist das ja auch verwoben, denn du gehörst ja auch zu diesem Wandel. Ja, gut. Also, tatsächlich kann man sagen, dass viele Freundinnen und Freunde auch in die Verwaltung eingetreten sind. Meine Position war auch viel, das Wissen hineinzutragen, um transformative Politik zu betreiben. Ich habe auch viel zusammengearbeitet, zum Beispiel in bestimmten politischen Bestrebungen zur Demokratisierung oder einer transzendentalen Politik, die auch Frauen mit einbezieht. Ich habe auch zusammengearbeitet mit einer öffentlichen Einrichtung. Das ist ein öffentliches Unternehmen, was sich mit Themen des Care-Bereiches beschäftigt. Denn es geht darum, eine solidarischere, kooperativere Wirtschaft zu schaffen. Und da gibt es natürlich viele Bestrebungen, viele Ansätze, und das hat uns aber auch viel vom Haushalt gekostet, in diese Art von Politik zu investieren. Und das ist eben auch verwurzelt in einer kooperativ ausgelegten Tradition in Katalonien, in der Politik. Und heute bin ich aktiv, ich arbeite in einem Kulturzentrum. Das ist ein Kulturzentrum, das sich vor allen Dingen damals zum Tode Francos in den 70ern genau da eben in diesem demokratischen Wandel gegründet hat. Das ist ein peripherer Bereich Barcelonas, wo das situiert ist. Das haben wir selber gebaut. Das wurde von sehr schlichten Menschen errichtet, von Migranten aus anderen Teilen Spaniens. Und es gab keinen öffentlichen Verkehr, es gab keine Abwassersysteme, es gab keine sanitären Einrichtungen, es gab keine kulturellen Einrichtungen. Und genau in diesem Raum war eben dieses Kulturzentrum auf einmal. Und dort gab es quasi erstmal nur eine Betonwüste. Und 10 Meter entfernt waren schon die ersten Häuser, und die
eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war ein Boykott, weil es da eine Fabrik gab in der Nähe, die eben sozusagen dieses Stadtviertel verpestet hat. Und dieser Protest hat sich eben selbst organisiert. Jetzt sind wir schon 42 Jahre selbstverwaltet da dabei. Und vor 20 Jahren, weil ja das ursprünglich eine Fabrik dort war, wurde das in öffentliche Hand gegeben. Das ist ein nachbarschaftlicher Kampf, der gewonnen wurde, dass wir diese Fabrik übernehmen konnten. Und dieser Raum, der ist nicht nur ein kulturelles Zentrum, sondern er wurde eben mit der Demokratie dort in der Stadt geboren. Und ungefähr zur Zeit der Olympischen Spiele gab es auch eine sozialistische Regierung. Und diese Leute haben uns auch geholfen und auch den Nachbarn und Nachbarinnen geholfen, dieses Viertel mit aufzubauen. Und es gab immer eine starke Verbindung, die auch systemkritisch aufgestellt war. Okay, jetzt nochmal, bevor wir da noch weitergehen, gibt es noch weitere Akteurinnen und Akteure? Zum Beispiel wie die Piña, also dass nachbarschaftliche Bündnisse bestimmte Räume besetzen, dass sie ihre eigenen Strukturen schaffen, die sie brauchen. Warum ist das so? Warum gibt es diese Strukturen, diese Selbstorganisierten? Denn vorher haben wir ja gesagt, dass das eine 350 Jahre alte Tradition hinter sich hat, aber in welchem Sinne hat es diese Tradition hinter sich? Also wenn wir das jetzt auf eine sehr katalanische Analyse herunterbrechen, dann hätten wir jetzt vielleicht mehr Erklärungsmöglichkeiten. Aber in Katalonien gibt es einen politischen Antagonismus. Die Leute Kataloniens sagen, seit 300 Jahren wurde unsere Regierung uns quasi weggenommen. Wurde usurpiert, wir haben einen Krieg verloren, wir haben jetzt kein Territorium mehr, kein Gebiet mehr. Und es gibt Leute, die nie das Gefühl hatten, dass die politische Vertretung eigentlich sie auch vertritt. Und deswegen gibt es da ein starkes Gefühl, einen starken Trieb zur Selbstverwaltung, zur eigenständigen Regierung, zur Autonomie. Und das zeigt sich zum Beispiel in einer sehr starken Tradition, Nicht-Organisierungsinstitutionen zu haben. Auch in der Industrialisierung zum Beispiel gab es in Barcelona sehr, sehr viele Kooperativen, die ins Leben gerufen wurden. Und auch zum Beispiel Verwaltungen für sanitäre Fragen. Es gab Athenäen, das sind quasi so Kulturzentren. Es gab autonome Gewerkschaften. Es gab einfach eine sehr starke gemeinschaftliche Idee, weil man kein Vertrauen in die Regierungen hatte und kein Vertrauen in den Staat. Weil das katalanische Volk das Gefühl hat, dass es keinen Staat hat. Und deswegen organisieren sich eben ganz viele autonome Strömungen und Institutionen. Und ich selbst komme aus einer katalanischen Familie, pro-katalanischen Familie, mit sehr starken Wurzeln in diesem Katalanismus. Und ich spüre auch, dass es etwas, das sie mir auf kultureller Ebene sehr eingeimpft haben durch meine Familie. Es gibt vielleicht eine calvinistische Idee, dass man sich sein Leben gewinnen muss und so weiter. Aber es gibt auch eine Kultur der Selbstorganisation. Und dass die Leute sich eben verbündet, Organisationen gründet, dass es soziale Bewegungen gibt. Und dass die Leute sich auch aus sozialen Bewegungen mit kulturellen Bewegungen verknüpfen und da ein Austausch stattfindet. Und das ist einfach. Das passiert da sehr selbstverständlicherweise.
Das Interessante ist, es gibt politische Zyklen in Barcelona, so alle 2 Jahre, du hast es ja auch gesehen, alle 2, 3 Jahre gibt es wie einen Frühling, neue Demos, neue politische Bewegungen. Das passiert alle 2, 3 Jahre und das ist wie eine Amnesie zwischen den Kommunisten, keine Ahnung, den Libertären und so weiter, weil es etwas Gemeinsames gibt, was viel größer ist als die einzelnen Interessen, nämlich gegen den Staat zu gehen. Und das ist passiert und das passiert auch immer wieder. Und vielleicht noch, um hinzuzufügen, es gab ja auch eine anarchistische Riesenbewegung, die größte Europas. Sogar eine Revolution in Barcelona. Aber vielleicht, um noch mal ein letztes Mal zu den Regierungen des Wandels zurückzukommen. Es gibt also sehr viel Selbstorganisation da drin, aber auf einmal gab es ja auch eine Übernahme des Staates, mehr oder weniger jedenfalls. Natürlich als Minderheitenregierung mit Regierungsschwierigkeiten, aber diese Veränderungen werden auf einmal jetzt von oben implementiert oder jedenfalls wird das versucht. Und es gibt Erfolge. Es gibt politische Maßnahmen, wo man sagen kann, ja, das sind Fortschritte. Oder wie siehst du das? Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass die Regierungen des Wandels von einer Analyse ausgehen, die wir ja vorhin schon erwähnt haben, aber auch von einer Notwendigkeit aus handeln, nicht nur mehr zu schaffen, sondern vielleicht auch andere Sachen einfach abzuschaffen. Eine bestimmte Logik der Zwei-Parteien-Systeme abzuschaffen, mit der wir lange gelebt hatten in Spanien. Und ich glaube auch, dass viele politische Maßnahmen, die gemacht wurden, die so Postkrisenpolitik eigentlich waren, soziale Kürzungen und so weiter, dass da auch eine sehr reaktionäre Politik betrieben wurde. Das heißt, diese Analyse, sie hören uns nicht zu, wir werden nicht wahrgenommen, ist nicht, wohin gehen wir, sondern das hätten sie nicht tun sollen. Und das heißt, was da gemacht wird, ist viel, um sozusagen das wieder rückgängig zu machen, diese Kürzungen, sozialen Kürzungen, die gemacht wurden, rückgängig zu machen. Und natürlich ist es auch notwendig, aber zum Beispiel mit dem Thema Energiearmut oder Wohnraum. Es gibt ja den Immobilienboom und die Hypothekenblase und so weiter. Die reaktionären Politiken sind politische Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Leute auf der Straße landen, um die Investoren von außen auszubremsen, versuchen, öffentliche Parks zu bewahren, auch versuchen, dass die Verwaltung mehr aufkaufen kann, damit es mehr öffentliche Räume gibt. Und das ist natürlich problematisch, weil dadurch die Verwaltung auf den Markt geht. Und das sollte eine öffentliche Verwaltung natürlich nicht tun. Und das mit der Energiearmut ist eine politische Strategie, die mit mehreren Regierungen des Wandels verknüpft ist. Das heißt, die Leute, die Licht, Wasser, Gas nicht bezahlen können. Da gibt es ein Gesetz, dass die versorgenden Unternehmen denen nicht ihre Versorgung abschneiden dürfen. Das ist quasi ein Gesetzesdekret. Und da gab es eine riesige Kampagne für. Und statistisch betrachtet hat das dazu geführt, dass viele Leute, auch wenn sie es nicht bezahlen können, Strom, Licht, Wasser, Gas und so weiter bekommen. Das heißt, es gibt auch Verhandlungen, um solche Zwangsräumungen auch zu verhindern. Dann gibt es auch Tourismusprobleme. Also mit dem Thema Hotellizenzen, da gab es auch ein Moratorium, damit keine Hotels mehr gebaut werden dürfen in bestimmten Teilen der Stadt.
Es gab auch eine Limitierung von Lizenzen für Restaurants, Bars und so weiter, die immer massiver den öffentlichen Raum erobert hatten. Das sind zum Beispiel so reaktionäre politische Maßnahmen. Und wenn wir jetzt auf den konstruktiveren Bereich der Politik schauen, wenn du mit den Leuten sprichst, die in der Verwaltung von Barcelona sitzen, da gibt es riesige Bemühungen um mehr Feminismus zum Beispiel. Auch es gab auch viel Arbeit zum Thema kooperative wirtschaftliche Maßnahmen. Da haben sich auch viele Mittel da reingesteckt und eine stärkere Verbindung. Ja, es gibt einfach eine stärkere Verbindung zwischen den Bewegungen auf der Straße und der Verwaltung. Und auch das Parlament macht, ja gut, das macht jetzt relativ wenig konkrete Politik. Aber es wurde trotzdem eine öffentliche Politik Richtung mehr Sozialsinn und so weiter lanciert. Und ich denke, wenn es um Partizipation und Teilhabe in der Politik geht, dann war das schon etwas, was sehr stark umkämpft gewesen war. Und insofern haben sie diesen Kampf ganz gut gelöst, indem sie einfach mehr direkte Demokratie anzuwenden und diese Möglichkeiten der direkten Demokratie auszuschöpfen. Und das haben sie auch mit langweiligen Sachen gemacht, zum Beispiel eine neue Regelung oder so. Oder Akbar, das sind hier Abwasser- und Wasserkonzerne. Dass man da zum Beispiel öffentliche Kampagnen lanciert, dass man die Stadtverwaltung, auch, dass die auch vor Gericht gehen, einfach um die direkte Demokratie voranzutreiben. Und da wurden auch viele Verhandlungen gewonnen vor Gericht, einfach um die Rechte der Bevölkerung durchzusetzen. Einfach damit bestimmte Dinge einfach auf direktem Wege entschieden werden. Zum Beispiel soll das Wasser entprivatisiert werden? Oder müssen wir einen Platz nach einem Diktator benennen? Also das aus dem Frankismus zum Beispiel. Das sind so Sachen, wo die Leute direkt beteiligt werden. Das Letzte habe ich nicht ganz verstanden. Es gab also im Bereich der Wasser, was hast du da gesagt? Es war eine private Firma, die eben das öffentliche Wasser verteilt hat, die quasi sehr viel Kontrolle und sehr viel Macht hatte und auch Vereinbarungen hatte. Und das sollte eben offener und gemeinschaftlicher werden, vergemeinschaftet werden. Und dieses Mittel dieser direkten Demokratie war also nicht gut ausgeführt. Und das ist natürlich etwas sehr Intuitives, etwas sehr Einfaches, was die Regierungen des Wandels machen könnten und was sie dann auch gut umsetzen müssen. Und einige andere Beispiele, über die wir vorher gesprochen hatten, die eben die Politik dazu zwingen, wie zum Beispiel Antirassismus-Workshops etc., wo wir darüber gesprochen haben, über Menschen ohne Dokumente und auch das dritte Thema, über das wir gesprochen hatten, eben Zonen, wo nicht mit dem Auto gefahren werden kann. Und die Grünen zum Beispiel haben das gesagt, dass das eben ein sehr wichtiges Thema ist. Bueno, antes de, yo creo que se podría.
Ich glaube, dass wir noch viel über all diese verschiedenen Themen sprechen könnten. Vielleicht habe ich mich auch nicht so sehr gut erklärt, aber ich möchte nicht nur allein über diese Regierungen des Wandels sprechen, das nur eine Form des Munizipalismus darstellt. Und ich möchte nicht den anderen Teil ignorieren. Und das sind die KUP, die eben in kleineren Städten zu finden sind, aber auch mehr im ländlichen Raum zu finden sind. Und die haben eben auch eine sehr starke Geschichte. Kannst du kurz etwas zu KUP sagen? Was ist die KUP? Die KUP ist die Kandidatur der Unidad Popular, und die sind eben daraus entstanden, dass sie nicht homogen waren. Sie waren sehr stark verbunden mit den Unabhängigkeitsbewegungen, aber auch mit der radikalen Linken in der Unabhängigkeitsprozess Kataloniens. Es gab eben sehr viele Koalitionen, und das erste Mal vor 20 Jahren gab es eben diese Koalitionen, vor allem im ländlichen Raum, in Dörfern. Und die haben eben gesagt, okay, es gibt Parteien, die überall vertreten sind, aber die vertreten uns im ländlichen Raum oder in den Gemeinden gar nicht. Und diese KUPs haben eben versucht, Versammlungen, kleine Versammlungen, basisdemokratische Versammlungen ins Leben zu rufen. Sie wollten eine Agenda, die eben aus den Wünschen der Bewohner entsteht, der Bürgerwünsche. Und sie haben sich eben auf lokale Bedürfnisse konzentriert. Und natürlich sind diese Bedürfnisse in jeder Stadt, in jeder Kleinstadt, in jedem ländlichen Raum sehr anders. Aber das hat eben sehr viel mit dem politischen Katalanismus zu tun. Es ist sehr folklorisch. Es handelt sich um Menschen, die eben gar nicht im politischen Bereich arbeiten oder Erfahrungen haben. Es sind keine Berufspolitiker in dem Sinne. Es sind ganz normale Menschen, die in den KUPs zusammenarbeiten und sich zusammenfinden. Manche arbeiten schon seit über 20 Jahren und zum Beispiel in Verwaltungen, haben auch schon in Städten regiert, wo sie seit 20 Jahren in diesem Feld aktiv sind. Und die kommen eben zusammen mit Menschen, die gar nicht diese Erfahrungen haben. Es geht da um Themen wie Ökopolitik, Partizipation. Um Gemeindepolitik. Und seit kurzem sind eben diese Menschen aus den KUPs auch Teil der Stadtverwaltung Barcelonas. Und diese Nähe zu den Bürgern ist eben sehr wichtig, und das will ich hier hervorheben. Und in Barcelona Politik machen, in Barcelona, in diesem Raum, das ist natürlich nichts Neues, dass da die Repräsentation der Bürgerinnen und Bürger ganz anders ist, weil Barcelona einfach viel größer ist als ein kleines Dorf. Und etwas anderes passiert ist eben, dass eben ein Teil des Parlaments aus den sozialen Bewegungen besteht und eine soziale Basis hat. Und daraus entstehen natürlich große Chancen. 2010 gab es sehr große Demonstrationen, die darin endeten, dass eben die Unabhängigkeit ausgerufen und gefordert wurde. Das war so nicht erwartet, wurde so nicht erwartet, aber kam so. Und das war natürlich ein anderer bedeutender Schritt. Ich glaube, in Deutschland, wenn man über Katalonien spricht, dann spricht man eben sehr viel von der Unabhängigkeit, von Puigdemont. Und Puigdemont an den Grenzen Deutschlands oder
Dänisch oder Dänemark sich aufhält. Hier gibt es auch starke soziale Bewegungen, auch viele starke Nachbarschaftsbewegungen mit einer langen Geschichte. Es gibt zwei Arten des Munizipalismus, würde ich sagen, die dem Munizipalismus in Katalonien ähneln, aber älter sind als die CUP. Es gibt aber auch neuere, kleinere Bewegungen und dann gibt es noch eine etwas neuere Bewegung, eine jüngere Bewegung, die sich selbst Regierung des Wandels nennen und die entstehen eben aus diesen Empörten, diesen Menschen aus der Protestbewegung 15. Mai. Wie steht das alles in Zusammenhang mit der Unabhängigkeit? Also es ist eine transversale Sache oder wie würdest du es beschreiben? Was hat es damit auf sich? Ich weiß, es ist ein sehr kompliziertes, breites Thema, aber du hast damit angefangen, darüber zu sprechen, dass 2010 eine sehr, sehr große Demonstration gab und dass sich danach die Politik in Katalonien sehr stark geändert hat, dass auch das Parteiensystem starke Veränderungen gab. Und vielleicht setzen wir dort an. Dort setzte der Prozess dieser Unabhängigkeit an. Und wo stehen wir jetzt? Wie steht das alles in Beziehung zueinander? Also der spanische Staat ist ein Staat der Autonomien. Und diese autonomen Gebiete haben natürlich auch Autonomiestatute. Es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen autonomen Regionen. Und in der Vergangenheit, vielleicht um es zusammenzufassen, kann ich sagen, dass es autonome Regionen gab mit einer sehr großen Geschichte. Manche waren selbstverwalteter und unabhängiger als andere. Und Katalonien zum Beispiel hatte sehr, sehr viel Unabhängigkeit. Man kann das also vergleichen mit Bayern zum Beispiel, dass Bayern mehr Rechte als Sachsen hat zum Beispiel, was zum Beispiel die Finanzen oder auch andere Sektoren angeht. Ja, so ähnlich kann man das sagen. Und Katalonien war nicht zufrieden mit dieser Vereinbarung, die in der Vergangenheit getroffen wurde. Und seit der Transition, seit dem Übergang zur Demokratie, wollten sie eben unabhängiger sein. Und seitdem kann man also ansetzen und sagen, dass diese Unabhängigkeitsbestrebungen stärker gesagt sind. 23 Jahre lang hat da so einer regiert. Okay, manchmal verwechsel ich das ein bisschen. Aber was ich sagen will, ist, dass okay, dieser Typ, der da regiert hat, der war auf jeden Fall Pujol, der erinnert mich stark an einen Fußballspieler. Der andere hieß Alúñez. Frage kam nicht ins Mikrofon. Jahre lang hat Jordi Pujol regiert und der war sehr populistisch und er hat es irgendwie geschafft, ein Gleichgewicht zu schaffen, was dieses nationalistische Gefühl angeht. Aber er hat natürlich auch den Status quo aufrechterhalten. Und eben die Tatsache, dass die PP so lange regieren konnte, hat natürlich auch damit zu tun, dass Pujol diese Art der Politik durchgeführt hat. Also es war eine stark katalanistische Politik ohne Unabhängigkeitsbestrebungen.
Danach gab es andere Regierungen und Pakte. Und im Jahre 2006, glaube ich, hat die spanische Regierung eben mit der Finanzierungspolitik angefangen. Es hat Steuern erhoben, Steuern erhöht, viele Finanzierungen gekürzt, Kompetenzen beschnitten. Und das ist eben ein wichtiger Punkt in der Geschichte. Und in Spanien haben wir so eine Sache, wir nennen die eben die demokratische Transition, der Wandel hin zur Demokratie. Und die Parteien bewegen sich da eher so im Rechtsspektrum. Und was man sich auch beibehalten hat, weil Franco eben im Bett gestorben ist, man hat eben die Macht und die Leute beibehalten, die schon während der Franco-Zeit bestimmte Positionen besetzten. Und das, was die Leute eben denken, ist immer noch da. Diese Leute haben dann immer noch wichtige Posten besetzt. Die waren in den Institutionen vertreten, all das eben. Und je mehr Unabhängigkeitsbestrebungen es eben in den verschiedenen Regionen gab, nicht nur in Katalonien, aber auch im Baskenland zum Beispiel, desto stärker haben eben diese Leute in den Führungspositionen gehandelt und ihre faschistischen Gesichter gezeigt. Und in diesem Moment gab es eben in der Regierung oder stellte die Partido Popular die Regierung. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Es gab jedenfalls Kürzungen, es gab auch Einschränkungen, was die Autonomie der verschiedenen Regionen angeht, natürlich auch auf linguistischer Ebene, das heißt, dass eben die Sprache stark eingeschränkt wurde. Menschen, die zum Beispiel in Katalonien groß werden, lernen in der Schule als erste Sprache Katalanisch und danach Spanisch. Das ist eben Zweisprachigkeit. Aber dort wurde auch angesetzt, 2010 zum Beispiel wurde beschlossen oder wurde darüber gesprochen, dass eben auch, was dieses Sprachsystem angeht, Veränderungen stattfinden sollten. Und dann sind die Leute eben auf die Straße gegangen. Und an diesem Nationalfeiertag, der zum Beispiel morgen stattfindet, feiern wir, dass wir den Krieg verloren haben. Nein, es geht darum, die katalanische Kultur zu feiern. Es geht um Gewerkschaften, um Parteien und die Leute gehen eben auf die Straße, um für mehr Autonomie einzutreten. Denn diese Beschlüsse, die stattgefunden haben, haben natürlich sehr viele Menschen verärgert. Die Leute sind einfach unzufrieden. Und diese Partei, die sich eher im Zentrum oder im rechten Spektrum Kataloniens zuordnen, spielen da auch eine wichtige Rolle. Dann gibt es natürlich auch zivile Bewegungen, wie zum Beispiel die katalanische Nationalversammlung, die in den letzten 2 Jahren sehr viel Zuspruch gefunden hat und eine sehr große Basis von 2 Millionen Anhängern hat. Die wollen auch die Unabhängigkeit Kataloniens. Und auf einmal gibt es die CUPs, die eben sagen, dass die Leute, die unabhängig sein wollen, eben genau die Leute sind, die sie ansprechen wollen. Die eben sagen, wir können euch das geben, wir sind antikapitalistisch. Und dann gibt es die ERC, eine sozialdemokratische Partei, aber eher bescheiden sozialdemokratische Partei, die auch in einer katalanistischen Tradition steht. Und
die ERC wollen auch unabhängig sein. Und da setzt eben diese Unabhängigkeitsbewegung oder dieser Prozess an. Okay, dieses wir feiern, dass wir den Krieg verloren haben. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Spanien war, sind wir nach Barcelona gekommen und an den Seiten der Autobahnen und der Straßen haben wir Feuerwerk gesehen. Und ich habe gefragt, was passiert denn hier? Und dann haben sie zu mir gesagt, so, ja, wir haben vor 300 Jahren einen Krieg verloren und das feiern wir eben jedes Jahr. Und okay, da setzt also der Prozess an, da startet der Prozess. Und am 1. Oktober letzten Jahres kam es dann zu dem Referendum, das selbst organisiert wurde, aus Katalonien heraus. Es wurde natürlich von der Zentralregierung nicht gebilligt und nicht anerkannt. Okay, Spanien ist eine Monarchie. Okay, also rede ich eher von der nationalen Regierung in Spanien. Jedenfalls hat sie dieses Referendum nicht akzeptiert. Es gab sehr viele Repressionen. Menschen wurden auf der Straße verprügelt. Und seitdem sind, glaube ich, 40% der Stimmen oder jedenfalls haben 40% gewählt und 90% davon wollten die Unabhängigkeit in diesem Referendum. Und Puigdemont trat vor die Kamera und sagte, dass wir jetzt die Unabhängigkeit wollen. Und ich hatte das überhaupt nicht erwartet, denn es war natürlich kein rechtmäßiges Referendum in dem Sinne. Und seitdem, was sagst du dazu der Situation? Welchen Einfluss hat das auf das Leben in Katalonien? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Das ist ein bisschen wie das Murmeltier, das täglich grüßt. Vor dem Referendum gab es sehr viele Gesetze, die genehmigt wurden, vor allem im juristischen Bereich, die eben besagt haben, dass wenn in diesem Referendum ein Ja herauskommt, dass es diese und diese Änderungen gibt und dass die Unabhängigkeit proklamiert wird. Und dieser Prozess bis zu dem Referendum hin war gekennzeichnet durch viele Dinge. Ich glaube, einerseits durch eine Analyse, in der eben die Menschen gesehen haben, dass es eine sehr starke Spaltung oder Polarisierung gibt im sozialen Bereich. Die Katalonien hat eben gesagt, dass wir moderater sein müssen, um mehr Leute zu erreichen. Und andererseits gab es da diese Gewalt, was irgendwie surrealistisch war, was du eben auch beschrieben hast. Und diese Gewalt war natürlich sehr stark. Und es gab wirklich Institutionen, die vereinnahmt wurden und manchmal hat man geglaubt, dass es heute noch Tote gibt. Es war also eine Situation, die durch sehr starken Druck und Spannungen gekennzeichnet war. Es gab Menschen, die Panik bekommen haben. Menschen haben sich per WhatsApp Nachrichten geschrieben, dass Katalonien besetzt wird. Die haben von Besetzungen gesprochen, vom Militär gesprochen. Por ahí, por el Pirineo catalán, que hacían como
maniobras que normalmente no hacen para demostrar que estaban ahí todo el rato. Und dann gab es natürlich sehr viel Polizei in Barcelona, die zum Beispiel schon vor dem 1. Oktober gekommen sind. Es war also ein präsentes Thema und die Polizei war auch auf der Straße die ganze Zeit präsent. Aber eine wichtige Sache muss ich hervorheben, und zwar etwas, das eine Freundin von mir gesagt hat. Ich arbeite natürlich in einem selbstverwalteten Zentrum, aber ich gehe auch manchmal in ein anderes selbstverwaltetes Zentrum. Und eine Freundin aus dem Ateneo sagte zu mir, wir sind nicht unabhängig, aber wie interessant, was gerade passiert. Wir haben also angefangen, Diskussionen und Gesprächsrunden, offene Abende zu organisieren, und ein Typ meinte dann irgendwann, das, was gerade passiert ist, das ist der 15. Mai, bloß bei uns. Das ist der 15. Mai der Dörfer. Und das beschreibt er dann auch in diesem Buch, was ich hier liegen habe. Das ist irgendwie so, wie wenn das, was wir 2011 in Barcelona erlebt haben, diese Besetzung der Plätze, und zwar seit dem Mai, als im Parlament angefangen wurde, Gesetze zu kreieren, Gesetze zu schaffen, Repressionen, dass wir eben etwas erleben und dass wir diese Selbstverwaltung der Dörfer immer mehr erleben. Es gab sehr viele Bürgerproteste, eben von dieser CUP organisiert. Es gibt die FEERES, die angelehnt sind an die Komitees der Verteidigung von Kuba. Es gab sehr viele neue Bewegungen, die sich formiert haben, auch anarchistische Bewegungen. Und das war irgendwie episch, weil einfach so viel passiert ist. Die Dörfer haben also angefangen, sich selbst zu organisieren. Es gab Versammlungen, Protestversammlungen, selbst in den kleinsten Dörfern. Und da, wo ich herkomme, da gibt es 5.000 Personen, und selbst da gab es solche Protestversammlungen. Und sogar in jedem Stadtteil gab es Versammlungen. Das war unglaublich. Es gibt eine Association in Barcelona, die sich eben für die Unabhängigkeit ausspricht, und die ist in 90% der Dörfer aktiv und vereinigt eben 90% der Interessen. Das ist natürlich sehr institutionell, aber es gibt natürlich auch viele andere erwähnenswerte Dinge. Also wir finden uns eben in einer Zeit, in der die Grenzen Europas dicht gemacht werden, und da gab es auch eben Bewegungen, die das unter dem Motto demonstriert haben, dass wir aufnehmen wollen, und es sind dann sehr, sehr viele Menschen mitgemacht. Menschen, die eben aus der zivilen Bewegung kommen, die pazifistisch sind, aber trotzdem aufnehmen wollen und auch Geflüchteten helfen wollen. Und da sind eben viele Interessen sichtbar geworden. Manchmal wirkt es seltsam, dass es eben nicht diese ethnische Basis gibt, sondern dass diese Basis eben aus vielen verschiedenen Interessen besteht. Und das, was ich interessant finde, ist, dass alle diese selbstorganisierten Bewegungen eben zusammenkommen und einen Nenner haben. Ich werde jetzt mal ins Deutsche zurückswitchen. Vielleicht, warum ich eben mich so gefreut habe, das war die Nationalpolizei wurde nach Barcelona mit einem Kreuzfahrtschiff gebracht. Und auf dem Kreuzfahrtschiff waren riesengroß so die Looney Tunes draufgemalt, also so
Tweety Pie, der Coyote und so. Und, das war, und innen drin war das Kreuzfahrtschiff auch so, wie so nach dem Warner Brothers gestaltet. Und da drin mussten die Polizisten wohnen, im Hafen von Barcelona, alle konnten sie sehen. Und das war natürlich sehr peinlich. Und dann haben sie noch versucht, das so zuzudecken, was natürlich nur noch peinlicher war. Das war so eine schöne Anekdote von diesem ganzen Tag der, des Unabhängigkeitsreferendums. Wir würden jetzt 10 Minuten Pause machen, dass man pinkeln kann, sich was zu trinken holen kann, aber vor allem auch so untereinander schnacken, so wie was ihr von, davon mitnimmt von dem Ganzen, was wir jetzt so besprochen haben und welche Fragen ihr habt. Und auch gerne könnt ihr auch Rückmeldungen zum Format geben, weil das ist auf jeden Fall ein Experiment. So haben wir das noch nie gemacht mit so einer Unterhaltung und diesem wilden Ritt durch so die katalanische Politik. Genau, und dann sehen wir uns wieder um genau 9 Uhr. Also soweit ich verstanden habe, ist die Frage, ob die Größe der politischen Einheiten wichtig ist, um die Politik verändern zu können. Oder zum Beispiel die KUB versucht das ja in sehr kleinen Einheiten und Podemos versucht das eher in größeren Kontexten auf nationaler, spanischer Ebene zu machen. Das heißt, es ist eine viel größere Einheit. Also meine persönliche Meinung ist, ich denke, das ist nicht so eine Frage der territorialen Einheiten, sondern des Zentralismus, des Machtzentralismus. Und in diesem Sinne hat das mehr damit zu tun, bis zu welchem Punkt es Kompetenzen gibt, die auch in immer kleinere Bereiche übertragen werden. Und das heißt, dass mehr Macht in kleineren Bereichen ankommt. Und viele Leute, die an einen katalanischen Staat denken, denken aus einer libertären Denktradition heraus. Das ist vielleicht etwas merkwürdig, aber das ist so. Es gibt viele Leute, auch die KUB selber, es gibt auch andere Leute, die nicht so denken, die eher an einen liberalen Staat denken. Und der politische Zentralismus wird derselbe bleiben. Es gibt andere Leute, die denken an etwas mehr Sozialdemokratisches. Und in diesem Sinne wäre das eher eine Frage der Zentralität, der Macht auf territorialer Ebene. Und da ist der Vorschlag des Municipalismus, des libertären Municipalismus, der aus der anarchistischen spanischen Tradition kommt. Darüber wird da ja gesprochen, von dieser Föderation der Municipien auf der iberischen Halbinsel, Festland, Entschuldigung. Also das heißt sozialdemokratisch, aber heute, aber als man begann, über den Abschaffungsprozess zu sprechen, in dem Moment hatten die Unabhängigkeitsbefürworter und Podemos noch Gemeinsamkeiten und das hat sich jetzt geändert. Aber auf dieser Ebene hatten sie sich verstanden. Sie hatten einen neuen verfassungsgebenden Prozess gesucht. Also etwas Dezentralisiertes schaffen, etwas, wo die Bürgerinnen und Bürger mehr Macht haben. Und jetzt mit den geografischen Grenzen, da gibt es dann Unterschiede. Also ob es Föderalismus sein soll oder etwas Katalanisches mit Allianzen. Es gibt also jetzt keinen Unabhängigkeitsbefürworter, der sagt, er will nie wieder was mit der spanischen Regierung zu tun haben. Aber ich denke, dahin geht die Sache. Sie haben heute Nachmittag schon darüber gesprochen, dass ihr es geschafft habt, dass total viele so Vereine, Gruppen auf lokaler Ebene, Comunidades, so antisexistische Trainings machen. Du hast ein bisschen von der Erfahrung erzählt, dass ihr jetzt einfach angefangen habt, Training zu machen und daraus das geschafft habt, dass es immer mehr gemacht wird. Ich finde es total spannend, darüber noch was zu hören. Und ihr habt vorhin auch erwähnt, dass die Polizei gerade so antirassistische Trainings machen muss. Und wie ist es dazu gekommen? War das eine ähnliche Erfahrung oder wie habt ihr das durchgesetzt? Also,
einerseits, also ein Teil der politischen Aktivitäten, die mich auch beschäftigen, ist ja auch Feminismus und auch in meinem Stadtteil, in unseren Versammlungen, in unseren Athenäen spielt das eine Rolle. Und da haben wir halt angefangen zu denken, dass wir ein Viertel haben, das unter vielem anderen auch feministisch sein soll. Wir wollen ein organisiertes, gut versorgtes Viertel sein, aber wir wollen eben auch feministisch sein und diese Freiheit haben von machistischer Gewalt. Und von da aus haben wir uns eben gesammelt. Wir haben einige Frauen haben sich zusammengefunden, viele Lesben und Transmenschen aus unterschiedlichen Kollektiven im Stadtteil. Und wir haben uns gesagt, wir müssen irgendwo anfangen. Das ist etwas, was mir das Gefühl, also ich habe das Gefühl, wir machen das sehr viel, weil damals war das ja auch so, als du dabei warst. Wir wollen aufhören mit der migratorischen Politik aufhören. Aber wir müssen irgendwo anfangen, denn sonst sind wir nicht vollständig. Also wir müssen also irgendwo starten, um ein feministisches Viertel zu schaffen. Aber das, was wir auch machen, ist, wir sagen, wir sind kein Kollektiv, wir sind nichts in dem Sinne, wir sind einfach ein politisches Ziel. Und das Ziel heißt feministisches Viertel. Und von da aus haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Strategie. Denn ein feministisches Viertel wird sehr schwierig sein, einzurichten. Und wo fangen wir also an? Wir fangen da an, wo die Leute zusammenkommen, wo die meisten Leute im Viertel zusammenkommen. Also in den Volksfesten im Viertel. Denn es ist ein Viertel, das sehr klein ist. 40.000 Menschen leben in Barcelona dort. Und diese Feste werden eben in Bars ausgetragen oder in Vereinen und so weiter. Und dann gibt es einen Tisch, wo einmal im Monat, das ganze Jahr lang, diese Feste geplant werden. Jeder bittet um eine Straße für sein Fest, erklärt sein Programm, bittet um Unterstützung bei der um Mittel quasi, also keine finanziellen Mittel, aber Beleuchtung und so weiter. Bei der Verwaltung, bei der Stadtverwaltung. Und das sind natürlich die Gelegenheiten, die meisten Leute aus dem Viertel zusammenzukriegen für unser Ziel, nämlich das feministische Viertel. Das heißt, wir fangen da an. Aber wie machen wir das in den Festen? Machen wir eine Kampagne, die sagt, feministisches Viertel? Nein. Und wir haben als Feministinnen gedacht, die Politik muss von innen nach außen gemacht werden. Das heißt, wir müssen uns innen verändern, unser Denken, unser Handeln und das nach außen tragen. Das ist wichtig, denn sonst kannst du natürlich materielle Veränderungen machen, die aber nicht angewandt werden. Das heißt, wie haben wir das angegangen? Eine Ausbildung. Wir haben Schulungen gemacht für die Leute zur Bewusstwerdung. Wir haben gesagt, okay, erstens, wir müssen erreichen, dass sie uns zuhören. Denn wir wissen, dass schon seit 5 Jahren, also für die Feministinnen, ist es wichtig, dass man uns hört. Wir haben uns also vorgestellt, also wir haben uns für einen Preis beworben. Wir haben 7.000 Euro für unser Projekt bekommen. Das heißt, wir mussten keine Rechnung dafür vorlegen. Wir haben einfach dieses Geld bekommen. Und wir haben ganz, ganz viel Werbung für uns gemacht, Eigenwerbung. Wir haben Artikel veröffentlicht, wir haben gesagt, wir haben dieses Preisgeld gewonnen, weil wir ein feministisches Viertel wollen und so weiter. Wir haben viel, viel Werbekampagnen gemacht. Das war unsere politische Strategie, erstmal Öffentlichkeit schaffen. Wir wollten bekannt sein im Viertel, dass die Leute uns kennen, dass die Leute sagen, ah, das ist ja super wichtig, was die machen, oder ihr seid ja super wichtig. Und von da aus haben wir gesagt, okay, wie können wir das konkretisieren? Wir haben angefangen, damit zu diesen Festen zu gehen und haben mit den Leuten angefangen zu reden. Wir haben geredet, wir haben Vorträge gehalten, wir haben gesagt, oh, es ist ja
nicht so gut, wie wir diese Feste machen, weil das ist ja gar nicht so gut für die feministische Sache, aus den Gründen. Es gibt zum Beispiel sexistische Beiträge oder es gibt nicht genug Frauen in der Programmplanung oder weil die Feste so sind, dass die Toiletten abgelegen sind und das schafft Unsicherheit und ja, sowas haben wir halt ganz viel gemacht. Wir haben also Artikel geschrieben und so weiter. Und dann haben wir angefangen, das zu erklären. Es kamen schon viele Leute zu diesen Vorträgen, die wir hielten. Und haben uns halt mit Einheiten oder Vereinen und so weiter zusammengetan. Also zum Beispiel Bars oder so. Oder Fußballclubs oder was auch immer, die eigentlich gar nichts mit Feminismus am Hut hatten. Und da haben wir dann gesagt, wir haben überlegt, dass die Feste, um feministischer zu sein, vielleicht, dass man eine Ausbildung anbietet, eine Schulung für die Leute, die die Feste ausrichten. Und da haben wir Folgendes getan. Wir haben gesagt, also wer diese Schulung macht, die Einheiten, die das machen, werden einen Preis bekommen. Wir werden quasi eine Auszeichnung für die machen, für die öffentlichkeitswirksam, dass die sich daran beteiligt haben. Und wir haben ganz tolle Poster gemacht, Plakate. Wir haben gesagt, wir werden denen ganz viel davon geben. Wir haben gesagt, dass wir ihnen auch organisatorische Hilfe dann gewähren werden. Also wir haben sie versucht, einfach ja, Anreize zu schaffen, dass sie an der Schulung teilnehmen. Und wir hatten 7.000 Euro von diesem Preisgeld und wir haben gesagt, dass der ganze Aktivismus, also ich weiß nicht, ob das hier verbreitet ist, aber in Katalonien ist es sehr selten. Normalerweise wird Aktivismus nicht bezahlt. Und wir haben gesagt, dass alle Lesben und Transmenschen, die an diesem Prozess mitwirken, dass wenn sie Geld brauchen, um diese Stunden abzuarbeiten, Aktivismus, dass sie dafür Geld bekommen. Und wenn sie irgendwie Geld für was auch immer, für ihre Kinder oder was auch brauchen, dass sie das bekommen. Oder wenn sie einen Job nicht machen, weil sie sich aktivistisch engagieren, dann haben wir da Geld gegeben. Wir sind natürlich Calvinisten, aber wir haben das eben so gemacht. Und wir haben also diesen Schneeballeffekt genutzt. Im ersten Jahr waren es nur 3 Einheiten, die da mitgemacht haben. Aber wir haben so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir waren im Fernsehen und so weiter. Wir haben ganz viel uns präsent gemacht. Und dann im nächsten Jahr waren es schon 7 Einheiten, die an der Schulung teilgenommen haben. Und einerseits wollten wir Bewusstsein schaffen und andererseits wollten wir auch etwas generieren, was wir Präventionsagenten quasi einstellen. Das heißt, Leute, die in antisexistischen Belangen geschult sind, dann werden diese Leute keine Gewalt mehr ausüben. Und das waren auch sehr lange, ausführliche Schulungen. Wir hatten auch ein Handbuch und so weiter. Das ist eine Praktik. Und das sind 5 Jahre Prozess, die wir jetzt da schon reinstecken. Und in diesen 5 Jahren gab es 15 Einheiten, die sozusagen jetzt immer teilnehmen und andere kommen und gehen, aber insgesamt gibt es eben über 10 Einheiten, die diese Schulung mitgemacht haben. Und jetzt sind wir so bekannt, dass die Verwaltung von Barcelona das aufgegriffen hat als gute Praxis und das überall quasi vermarktet und weiterträgt. Und das passiert, als wir das in dem Viertel gemacht haben, war es so, dass in anderen Städten, dass wir auch kopiert wurden in anderen Städten. Und das hatte zum Beispiel auch begonnen also wir hatten das auch aufgegriffen von woanders, auch in anderen Volksfesten in anderen Städten. Das heißt, wir hatten auch schon diese Idee aufgegriffen und das in einen größeren kommunalen Zusammenhang gestellt. Und die antirassistische Polizei? Also, ich glaube, dass das in Barcelona en Comú genannt wird. Aber ja, Antisexismus, Antirassismus, das war schon mal ein Thema gewesen. Aber ich denke, dass diese Schulung, die da für die Polizei gemacht wird, etwas politischer ist. Denn vorher gab es das, weil die institutionelle Gewalt
ja, einfach existiert, weil es das Problem gibt. Und ich habe ja auch früher im Bereich Prostitution gearbeitet und da wurde die Polizei schon 2010 geschult zu diesen Themen, aber die Verwaltung hat einen Schulungsplan ins Leben gerufen, einen sehr starken für die Polizei, und das hat der Polizei überhaupt nicht gepasst. Sie ist sehr sauer geworden, denn man hat ihnen also unterstellt, dass sie rassistisch sind. Und ja, also das ist etwas schwieriger mit dem Thema Polizei, weil man muss da sehr vorsichtig vorgehen. Es gibt sehr viele, sehr starke Gewerkschaften der Polizei. Sie haben sehr viele Machtbefugnisse. Sie haben auch sehr alte Strukturen auch schon, die da seit Jahrzehnten quasi etabliert sind, die viel Kontrolle ausüben. Und auch viele Verbindungen in die Justiz haben. Also das ist ein schwieriges Thema mit der Polizei und der Stadtverwaltung in Barcelona. Ich höre immer vom Municipalismus aus, dass es viel dem öffentlichen Raum gebracht hat, aber dass da, wo es der Wirtschaft wehtut, dass da nicht mehr so viel erreicht werden kann. Und mich würde interessieren, also es scheitert ja meistens an dem Privateigentum an Boden und dass es eben die Stadt stark einschränkt, was für Strategien sich Barcelona ausdenkt, um wieder an städtischen Boden zu kommen, um mehr Handlungsspielraum zu haben. Also das wäre einerseits so die Bodenfrage und die zweite Frage wäre, wo macht sich mal bemerkbar, dass die städtische Ebene nicht weiterkommt und dass, dass der Nationalstaat halt Grenzen setzt in dem, was umgesetzt werden. Also besonders was Wohnraum und Infrastruktur in der Stadt anbetrifft, wo grätscht die nationale Ebene rein? Es geht um Land und Eigentum. Es geht um Immobilien. Häuser. Und Land. Also das Thema Wohnraum ist nicht mein Gebiet. Deswegen weiß ich nicht, ob meine Antwort dich jetzt zufriedenstellen kann. In Barcelona zum Beispiel gibt es offenes öffentlichen Raum, aber eben nicht sehr viel. Eigentlich ist fast alles in privater Hand. Und der spanische Staat, die spanische Regierung hat eben eine Politik ins Leben gerufen, die sogenannte LAU, die damit zu tun hat, eben Investoren, aber auch ausländische Investoren erleichtert, eben Wohnraum zu kaufen. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich kann dir nicht erklären, wie genau das funktioniert, aber das war auf jeden Fall ein Thema, diese Politik, diese LAU. Da ging es eben darum, dass Spekulationen sehr stark gestiegen sind, dass Wohnraum sehr leicht von ausländischen Investoren gekauft werden konnte. Es gab natürlich sehr viele Kämpfe von Seiten der Regierung des Wandels, um eben neue Gesetze zu schaffen, um das einzuschränken, aber da wurde natürlich nicht viel erreicht, da es natürlich in der spanischen Regierung sehr viele Gegenstimmen gab. Und die andere Sache ist, dass es natürlich auch die Mieten beeinflusst, oder? Und auch im Sektor der Hotels oder auch wenn es um Airbnb geht, das ist auch nicht so einfach in Barcelona, oder? Das, was die Stadtverwaltung gemacht hat, ist eben, dass sie alle Lizenzen nochmal angeschaut hat, die Lizenzen auch touristischer Einrichtungen, Hotels, Airbnb etc. Man hat eben nach Dingen gesucht, die eventuell nicht legal sind.
Und jetzt gibt es eben weniger touristische Wohnungen, die überhaupt legal sind. Es dürfen nicht mehr Hotels gebaut werden. Und es stimmt, dass da eine Finanzierung mitspielt. Es auch eben sehr viele Schwierigkeiten gibt, was diesen Wohnraum für Tourismus angeht. Aber wie ich bereits sagte, das Thema Eigentum, Immobilien in Barcelona ist nicht mein Fachgebiet. Ich weiß, dass seit 2008 bis jetzt auf jeden Fall die Miete sich eigentlich verdoppelt hat. Natürlich gibt es ein neues staatliches Gesetz. Das ist, glaube ich, vor 5 Jahren in Kraft getreten, dass bestimmte Wohnungen oder Wohnarten nur bis zu 5 Jahren vermietet werden dürfen oder dass auch nur eine Mietpreiserhöhung begrenzt ist. Aber ob das wirklich angewendet wird und klappt, ist eine andere Frage. Da ist natürlich auch oftmals passiert, dass es überhaupt gar keine Regulierungen gibt. Du hast gesagt, dass die Presse und die Medien so vor allem auch gegen die Regierungen des Landes arbeitet, jetzt zum Beispiel in Barcelona. Und ich frage mich, wann sind in Barcelona die nächsten Wahlen? Und was glaubst du, was passieren wird? Also einerseits in Barcelona, und gibt es schon Beispiele von den anderen Städten, Valencia und Madrid oder so, wurden diese Regierungen auch bestätigt? Gibt es da schon Erfahrungen oder sind die gerade alle in ihrer ersten Phase sozusagen? Ich weiß nicht, ob du eine Ahnung hast, aber es zeichnet sich schon ein bisschen ab, ob diese Politiken bestätigt werden oder aber auch wieder abgewendet werden. Also was die Presse angeht, da hat Chris ja mehr darüber gesagt als ich. Es gibt eine sehr interessante Kampagne. Und natürlich sind sehr viele wütend auf diese Regierungen des Wandels und sind gegen sie. Und das, was auch Chris vorher gesagt hat, sie werden eben diskreditiert. Es gab Vereinbarungen. Das, was mir erzählt wurde, ist, dass das, was schwierig ist, ist erstmal in die Institutionen reinzukommen. Und danach geht es eben um diese Funktionäre, um die Personen, die in den hohen Positionen sind. Die haben eben Vereinbarungen mit der Presse, Vereinbarungen, die vielleicht am Ende auch nicht eingehalten wurden. Und das führt natürlich zu Unbehagen in der Presse und auch zu vielen verärgerten Stimmen. Es gibt eben sehr viele Bereiche in der Presse, die auch ja, sehr sauer waren auf bestimmte Menschen in den Regierungen, die Vereinbarungen gekappt haben. Und was die Zukunft angeht in den anderen Städten, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, es sind überall Minderheitsregierungen und es sind sehr schwache Regierungen überall. Was das Stärkeverhältnis angeht, bin ich mir nicht so sicher. Das ist auf jeden Fall ungleich. Und jetzt mit Pedro Sánchez in der spanischen Regierung kann es sein, dass sich das etwas ändert. Vorher waren die Fronten ja sehr verhärtet, als die PP an der Macht war. Es gab überhaupt keinen Dialog. Und jetzt mit Pedro Sánchez kann das sich ändern. Wenn es Wiederholungen gibt in all diesen Städten, dann wird es meiner Meinung nach trotzdem bei diesen Minderheitsregierungen bleiben. Aber ich glaube, dass alles in allem das ein sehr wichtiger Moment ist. Und ich glaube, als Podemos an die Macht gekommen ist oder mächtiger wurde, war das ein wichtiger Schritt für die sozialen Bewegungen. Und dann gibt es auch noch die Ciudadanos, der neue rechteren konservativen Partei.
Und jetzt gibt es ein breiteres Parteienspektrum. Das bedeutet, fast 40 Jahre waren alle Regierungen, sowohl die Zentralregierung als auch die Gemeinderegierung und Regionalregierungen, die kannten so eine Politik der Zusammenarbeit gar nicht, weil es nie eine Minderheitenregierung gab. Und was passiert jetzt? Jetzt gibt es eben eine schwache Minderheitenregierung und die Leute müssen quasi anfangen zu verhandeln und mit anderen zusammenzuarbeiten. Sie müssen Bündnisse schließen, anders geht es eben nicht mehr. Und das zeigt eigentlich schon, was für eine schwache Demokratie wir hatten mit diesem Zwei-Parteien-System. In den Niederlanden zum Beispiel, da habe ich mir gedacht, wow, krass, wie viele unterschiedliche Parteien, wie viele unterschiedliche Leute Gehör finden. Das kenne ich gar nicht aus Spanien, Katalonien. Und wir denken oftmals daran, wie das funktionieren kann und wir können uns das gar nicht gut vorstellen, weil wir das einfach nie hatten. Da die Regierung von Barcelona koaliert mit der Sozialdemokratischen Partei Kataloniens. Und das ist das, was Barcelona en Comú eben auch wollte, dass eben die zwei verschiedenen Lager zusammenarbeiten. Ich glaube aber, dass diese Schwäche, diese schwache Regierung ein Thema ist, über das wir noch viel sprechen müssen. Und in den nächsten Wahlen, und zwar im Mai 2019 sind die neuen Wahlen. Und ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was dort eine wichtige Rolle spielt. Jetzt merkt man schon in Barcelona, zum Beispiel was die Partido Popular angeht, dass sie eben versucht oder dass sie relativ alleine ist. Das heißt, sie ist nochmal schwächer. Aber ja, wir werden sehen, was passiert. Gibt es noch mehr Fragen? Ich versuche das mal auf Spanisch. Also meine erste Frage wäre, wie heißt eigentlich Ihr Viertel, Pobresec? Und dann noch die Frage, Sie sind gegen die Unabhängigkeit? Und wenn ja, warum? Also wenn Sie dagegen sind, warum? Also Pobla Sec heißt das Viertel. Und was war jetzt mit der Unabhängigkeit? Also, ich wollte noch mal was anderes sagen. Als ich noch auf Festlandspanien gelebt habe, haben wir ja immer über die Unabhängigkeitsleute gelacht. Und haben wir gesagt, ja, Sozialismus, Unabhängigkeit, bla bla. Und das mit dem drüber lachen, das ist ein bisschen vorbei, oder? Und früher hast du dich ja auch genannt, Carla Sinamora. Muro. Und jetzt heißt du Carla Alsina und Muro, also und die Mauer. Kleiner Sprachwitz, schwer übersetzbar. Aber ich habe schon das Gefühl, du wurdest ein bisschen katalanisiert, oder? Ach, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin eine sehr moderate Person und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ob ich dafür oder dagegen bin, aber ich glaube, ich bin nicht dagegen. Ja, wie soll ich sagen? Nein, ich bin nicht dagegen, nein. Das Thema ist ja, dafür sein, naja,
also einfach blind dafür sein, bin ich auch nicht dafür. Denn etwas, was passieren wird oder was auch dann vielleicht dem Rechnung getragen werden muss, diese politischen Möglichkeiten, die sich uns boten, die geben jetzt vielleicht nicht so ein positives Resultat. Oder viele Leute werden auch müde dieser, sind dieser Sache müde mit der Unabhängigkeit und auch mit den ja, Gefangenen, den politischen Gefangenen, die diese Bestrebungen gemacht haben. Das ist zwar hart, aber ja, ich glaube schon, dass es einen Teil der Möglichkeiten gibt, also die Möglichkeit gibt, etwas zu schaffen, nämlich Infrastrukturen auf politischer Ebene, die vielleicht außen, außerhalb des faschistischen Status quo stattfinden können, der immer noch Regierungskraft hat in Spanien. Also Alternativen haben, antikapitalistisch sein, materialistisch. Also Handlungsspielräume für Selbstbestimmung ganz jenseits der Regierung, also Selbstbestimmung unseres Lebens, unserer Mittel, all das, das ist das, was mich eigentlich in diesen Prozess involviert. Und in diesem Dialog, glaube ich, der eröffnet wurde durch das Thema Unabhängigkeit, das bleibt auch auf dem Tisch, Selbstbestimmung, die sehr weit, sehr viel weiter reicht als eine Regierung, eine Staatlichkeit. Es geht um die Herrschaft über das eigene Leben, über die Verwaltung, die ökonomischen, sozialen, ökologischen Belange, die wir selbst verwalten wollen. Und ich denke, dass das die Unabhängigkeitsbewegung eigentlich immer da war, ohne eigentlich einen Staat proklamieren zu wollen. Denn in gewisser Hinsicht, also deswegen habe ich am Anfang gesagt, welche Art von Nationalismus ist das? Es ist ein offener Nationalismus, es ist kein ethnizistischer Nationalismus, aber dennoch gibt er manchmal einem ein komisches Gefühl, denn wenn du deinen Diskurs nicht so komplex gestaltest, dann kann das schon sehr nationalistisch wirken, aber das ist ungefähr meine Antwort. Und es gibt noch eine letzte Frage. Vielleicht? Also gibt es eine letzte wichtige Frage? Sonst hätte ich nämlich eine. Also ich habe nicht gesagt, dass meine wichtig ist. Ich habe nur gesagt, gibt es vielleicht eine wichtige Frage? Ich hätte nämlich sonst noch eine. Also dann hätte ich jetzt diese Frage. Also um vielleicht an deine Antwort von eben anzuknüpfen. Ich war ja letztes Jahr im Oktober zum Referendum da, denn ich lege meine Ferien ja immer Anfang Oktober. Das werde ich jetzt nicht mehr machen, denn dieses Jahr ist der 1. Oktober. Also irgendwas passiert immer und dann kann ich nicht in Ruhe Urlaub machen, deswegen werde ich keine Oktoberurlaube mehr machen. Und ich war also da, habe mit den Leuten gesprochen, habe versucht, die Situation zu erfassen, zu begreifen. Und was ich verstanden habe von den Leuten, die ähnlich drauf waren wie du, war, es gibt viele Leute auf der Straße, es gibt ein Momentum der Selbstverwaltung da drin. Und das ist gut und das unterstützen wir. Und wir machen eigentlich die Arbeit, die wir immer machen, die politische Arbeit, emanzipatorische Politik. Und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich, also was kann eine Antwort auf die Frage dieses Nachmittags sein? Was kann man aus der Politik Kataloniens lernen? Und ich habe einige Notizen gemacht, allerdings auf Deutsch. Das war natürlich etwas töricht. Und das, was ich hier verstehen so glaube, wir haben hier eine sehr unterschiedliche Situation. Also in Katalonien ist es nicht wie in Deutschland. Wir haben viel mehr Skeptizismus gegenüber dem Staat. Wir haben viel mehr Selbstorganisation. Wir haben viel stärkere soziale Bewegungen als in Deutschland, wenn wir auf Katalonien schauen. Aber etwas, was sich schon davon lernen lässt, ist vielleicht der Versuch,
mit der Politik dort anzufangen und anzusetzen, wo es in der Gemeinde Probleme gibt. Und nicht zu denken, wir sind nicht Teil dieser Gemeinschaft, so wie du das am Anfang dargestellt hast. Also nicht Intervention und der Versuch, den armen Leuten zu helfen, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Und das ist vielleicht etwas, was die radikale Linke oft in Deutschland nicht tut. Das heißt, wir haben eine Gemeinschaft, es gibt hier Probleme und von da aus versuchen wir, unsere Politik zu starten. Und dann, wenn es vielleicht an einem bestimmten Punkt dazu kommt, dass wir so Regierungsmacht haben, als soziale Bewegung, dann müssen wir uns auch sehr darüber bewusst sein, welche Verbindung wir zu dieser Regierung haben. Und wir müssen auch immer noch die Rolle derjenigen beibehalten, die Druck von unten machen. Und die Grenzen unserer Handlungsspielräume innerhalb des Regierungsschaffens, die müssen wir auch transparent machen. Also wir sollten versuchen, gute Politik zu machen, ja, gut zu regieren, aber gleichzeitig, also versuchen, gute Regierungsführerinnen und Führer zu sein, aber gleichzeitig immer noch Teil der Gegenbewegung zum kapitalistischen System zu sein. Und für all das brauchen wir Kommunikationsmittel, die unsere eigenen sind, denn sonst wird das sehr schwierig werden. Irgendwie sowas. Was hältst du davon? So als Analyse dessen, was man von euch lernen kann. Katalonien. Ja, hast du gut gesagt. Hast du gut gesagt, Chris. Also, ich freue mich. Also, ja, ich freue mich, dass ich das mit euch teilen konnte, weil mich das ja auch darüber nachdenken lässt, was wir erleben. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich habe auch mit einem Journalisten gesprochen, Arturo Puente, und mit unterschiedlichen Leuten aus der Verwaltung Barcelonas, unterschiedlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten der sozialen Bewegung, der nachbarschaftlichen Bewegung und einigen anderen Freundinnen und Freunden und Familienangehörigen. Und all diese Leute in den Fragen, die mir Chris gestellt hatte, haben ihre Meinung dazu gegeben. Das heißt, eigentlich, was ich hier reingetragen habe, ist eher die Synthese dieser Aussagen als meine eigene Meinung. Das schien mir noch wichtig. Ja, und damit werden wir mal beschließen, denn wir sind schon über 2 Stunden hier dabei und wir hatten hier eine Übersetzung, die mehr oder weniger genial war. Danke.